Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Roger gegen Markus an dem Montag. Credit Suisse oder neu eben Credit Saudi. Gibt es Impfflüge in Sachen Corona, wie rechte Medien behaupten? Der Lula gönnt gegen den Bolsonaro in Brasilien. Ist das gut oder schlecht? Und die Ukraine, der Putin, bricht das Getreideabkommen. Reden wir über Credit Suisse. Vor drei Wochen haben wir darüber geredet. Du hast gesagt, die Aktie kann nicht runtergehen. Daraufhin habe ich gross eingekauft. Und jetzt habe ich viel Geld verloren, weil du bist ja bekannt als ein grosser Anlage- und Bankenspezialist. Kann ich dir nachher eine Einzahlung geben? Ja, selbstverständlich. Und das alles decken, ist klar. Alle meine Prognosen, die nicht stimmen. Aber es ist so selten. Und ich meine, die Auszahlung ist dann erst bei drei Jahren. Und dann wirst du mit Freuden auf deine CS-Aktie schauen. Nein, aber wirklich. Also du hast gesagt, es kann nicht runtergehen. Aber wie hat mal der Guru gesagt, don't think what is already bad can't get worse. Und genau das ist passiert. Letzte Woche die angekündigte Befreiung oder Befreiungsschlag von der CS-Führung, neue Strategie, an der Börse total durchgeht. Heute ist der Aktienkurs, nachdem er letzte Woche fast um 20% runtergeht, ist wieder ein bisschen aufgegangen. Und jetzt gibt es neue Grossaktionäre. Saudi-Arabien, landbekannt vor allem durch Öl, Khashoggi und auch Mohammed bin Salman. Und der Krieg in Jemen, findest du das gut, was jetzt da gelaufen ist? Ich finde es vor allem sehr peinlich für die Schweiz, wo ein sehr reiches Land ist, dass es offensichtlich kein Milliardär gibt bei uns, der sich an Credit Suisse beteiligen. Du hast offensichtlich auch zu wenig gekauft. Nein, ich finde grundsätzlich ist es nicht der Aktionär, den man sich total wünscht. Gleichzeitig Saudi-Arabien ist nach wie vor gilt es als ein Land, das mit dem Westen mehr oder weniger dabei ist. Ja, ich finde, es wäre besser gewesen, man hätte einen amerikanischen oder einen Schweizer oder einen deutschen oder ich weiss auch nicht. Es ist nicht ein Aktionär, den man sich wünscht. Genau, aber man hat es trotzdem gemacht. 4 Milliarden neues Kapital soll reinkommen. Der Lukas Hässig von Inside Paradeplatz, der seit Jahren ein grosser CS-Kritiker ist, sagt, das lange bei weitem nicht. Das brauche ich 10 Milliarden. Was sagt jetzt da der Börsenspezialist Somm? Nachdem der Lukas Hässig als absolut ökonomisch Genie, der zitiert worden ist. Nein, komm, das ist ja einfach ein bisschen Voodoo, wir wissen es doch gar nicht. Ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, es ist gut, dass sie sich vom Investmentbanking verabschieden wollen, nicht vollständig, aber doch, es ist die Strategie, die die UBS auch schon gemacht hat und irgendwo, wenn man die UBS anschaut, hat sich die UBS wieder erholt und eigentlich glaube ich, CS, trotz Saudi-Beteiligung, ist eine Schweizer Bank, der Brand ist wahnsinnig stark, der ist auch immer noch stark in Asien. Zurzeit nicht so wahnsinnig glänzend, aber letztlich habe ich das Gefühl, die Strategie ist gut und von dem her habe ich schon das Gefühl, CS wird das überleben, aber wie gesagt, der Aktionär, der ist nicht die grosse Freude. Also, man redet jetzt da von Versagen seit Jahrzehnten bis zurück zum reinen Gut, wo er First Boston da mal gekauft hat, um Amerika gross zu machen innerhalb von der Schweizer Banken. Hat nicht funktioniert. Dann ist der Lukas Müllimann gekommen, der ebenfalls Milliarden ins Amt gesetzt hat mit einer anderen amerikanischen Bank, die er gekauft hat. Dann der Brady Dugan, ein Amerikaner, der als CEO lange Jahre da war, der mit 90 Millionen dann aus der Schweiz abgereist ist und dann der Urs Rohner, der Tijan Tiam, der Thomas Gottstein, wo alle mit gewaltigen Boni im Sack rausgelaufen sind, während der Aktienkurs in den Boden abgestürzt sind. Was meinst du, jetzt ist ein bisschen ein Aufschrei da, man hat das gehört, die sollen ihre Boni mindestens zurückgeben, ist das etwas? Nein, sie hätten sich sollen beteiligen jetzt an CS, das wäre schön gewesen. Sie hätten ihr Geld, das sie so viel verdient haben, hätten sie jetzt investiert in Aktien, dass man nicht hätte müssen einen staatsnahen, staatlichen Aktionär einkaufen wie Saudi-Arabien. Weil faktisch ist das eine Art von Verstaatlichung, die da gelaufen ist. Was man jetzt ganz von Saudi-Arabien halten oder nicht, das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist eigentlich, ich will einen privaten Aktionär haben bei der CS. Und alle die Leute, die so unglaublich versagt haben, die müssen sich nicht wundern, dass in der Schweiz so viele Leute das Gefühl haben, Heimatsterne, die Wirtschaft die kann nichts, die Manager können nichts und die Manager verdienen zu viel. Es ist
meiner Meinung nach eine der grössten Schwächen von unserer wirtschaftlichen Elite, dass sie innerhalb von der eigenen Reihe nicht mehr schafft, für Ordnung zu sorgen. Sie sollte die Leute auch wirklich schämen und blamen, damit das aufhört, dass Leute Kopfendeckel abzocken auf eine Art, obwohl sie unfähig sind. Das schadet dem Kapitalismus wahnsinnig in diesem Land. Der Marco, der sonst immer gegen Moral und Moralisieren redet, kommt jetzt da mit moralischen Argumenten und hast jetzt definitive Beweise angebracht, dass du wirklich nichts von der Sache verstehst. Wieso? Weil, wenn die sich mehr beteiligt haben, die haben natürlich zum Teil ihren Lohn und ihre Boni in Aktien übernommen, das sind natürlich kleine Beträge. Die hätten das mit dem nicht können reden. Aber es wäre symbolisch etwas anderes gewesen. Und ich meine, es ist doch eine Zumutung. Die CS, die ist 150 Jahre lang ist die geführt worden vom Schweizer Bürgertum. Und das Schweizer Bürgertum, vor allem das Zürcher Bürgertum, hat dort investiert, hat auch gut verdient daran. Und wo ist das grosse Zürcher Bürgertum geblieben? Ist immer noch, wir sind immer noch eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben die meiste Zahl von Milliardären. Wenn du einfach pro Kopf schaust, wir sind unglaublich reich und keiner von diesen sehr reichen Leuten in der Schweiz kümmert sich noch um so eine Institution wie die CS. Das finde ich peinlich. Wenn du das vergleichst mit einem Elon Musk, der einfach schnell Twitter kauft, weil er findet, ich habe da gewisse politische Verantwortung auch. Das ist so eine andere Haltung und so macht Kapitalismus Freude. Aber wenn es so wie läuft, wie jetzt bei unserer Manager-Elite zur Zeit, so macht Kapitalismus nicht mehr Freude. Also das mit dem Elon Musk, nur jetzt nebenbei, das ist natürlich der grösste, wenn vielleicht der zweitgrösste Flop in der amerikanischen Finanzgeschichte nach dem Kauf von Time Warner von AOL. Er hat das für über 44 Milliarden gekauft oder hat das angeboten im März. Mittlerweile sind alle die Tech-Aktien runtergefallen. Es ist etwa nach Berechnungen noch 10 Milliarden wert. Hat er locker 33 Milliarden ins Sand gesetzt. Ja, das ist doch Kopfendeckel einfach. Da musst du doch Respekt haben. Er ist einfach nicht so gescheit. Das ist doch gleich. Nein. Aber Roger, es geht ums Risiko. Gerade du bist auch der, der sehr viele Sachen gemacht hat, die nachher nicht zum Erfolg geworden sind. Gute Unternehmer haben ja genau das, die Eigenschaft, dass sie Risiken eingehen. Und wir haben so eine höse Wirtschaftselite, die politisch sich überhaupt nicht mehr äussert und sich nicht mehr getraut, irgendwelchen Schrott von der Linken zu bekämpfen. Aber auch was Geschäft betrifft, sind sie unglaublich feig geworden. Sie machen nichts mehr für das Land. Sie tun sich nicht einmal mehr beteiligen an einer CS. Ich meine, die CS hätte man gerade so gut ganz können Saudi-Arabien schenken. Da geht übrigens, hast du vorhin gesagt, moralisch. Es geht nicht um Moral. Es geht um Patriotismus. Das ist das eine. Und das andere ist, ja sicher, das ist doch eine wichtige Firma. Die CS hat die Schweiz gross gemacht. Das war eine der wichtigsten Banken gewesen, vom Wohlstand von dieser Schweiz. Und schau mal, was jetzt zugelassen wird. Irgendwelche Ölbaronen kaufen jetzt die CS. Und das Schweizer Wirtschaftsbürgertum hockt da und brüllt und dann nach Kinderkrippen wieder ein bisschen mehr Geld geben. Nein, das ist gut da. Also gut. Etwas anderes wenn ich sagen, es geht nicht um Moral, es geht auch um das Leistungsprinzip. Du hast es ja selber auch so gesagt. Wenn Leute 20 Jahre lang versagen und dafür Geld bekommen, dann untergrabt das ein so ein wichtiges Prinzip von unserem Land und das ist das Leistungsprinzip. Gut, also der Marcel Ospel hat ja dann seine Boni zurückgegeben von der UBS, nachdem er die Bank wirklich ins Desaster geführt hat. Hat ihm nicht geholfen, ist dann gleich persona non grata geblieben und ist krank geworden, ist auch gestorben. Kommt jetzt das Gleiche auch auf die Urs Rohner zu? Ja, ich glaube, das ist jetzt schon passiert, oder? Ich glaube, der Urs Rohner ist jetzt sicher nicht mehr der, wo man überall wird sehen in der Öffentlichkeit. Der wird dann nicht mehr so wahnsinnig viel eingeladen. Wird von gewissen Leuten sicher noch eingeladen, aber das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach, das Schlimmste ist ja, dass die Leute, viele von denen sind Ausländer, die jetzt einfach irgendwo in Kalifornien hocken und sich ein schönes Leben machen können. Das ist ja nicht schlimm. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass alle die, die da beteiligt sind, die haben ein grosses Problem. Gut, also einer der grössten und reichsten Schweizer Familien ist die Familie Blocher, die du, glaube ich, flüchtig kennst. Hast du mit ihm das besprochen, wieso er nicht eingestiegen ist? Das wäre doch jetzt mal etwas, Markus. Wäre eine gute Idee gewesen. Finde ich, wäre eine gute, ich habe nicht darüber gehört. Hat er nicht gemacht, aber er kann rechnen. Aber CS, CS hat er einfach grundsätzlich nicht so gern. Bei der UBS hat das vielleicht sich eh nicht überlegt. Und zweitens, Christoph Blocher ist ein wahnsinnigen, vorsichtigen Unternehmer. Und wenn er von Zeugen etwas nicht versteht, zum Beispiel Banken, ist jetzt nicht gesagt, es ist ein Kerngeschäft, glaube ich nicht, dass das für einen in Frage ist. Aber es gibt genug Milliardäre in dieser Schweiz, die hätten können sagen, Kopfendeckel, die CS, die tun wir jetzt retten, weil
Schau mal, die Substanz ist gut von dieser Bank. Mit dieser Bank kannst du auch wieder Geld verdienen. Das wäre ein Investment gewesen, das sich sicher auszahlen würde. Da bin ich absolut überzeugt. Auch von dem her ist es eigenartig. Also offenbar sehen das die Leute, die das angeschaut haben, anders. Aber jetzt wollen wir mal schauen, ob die Bank Saudi da aus dem ganzen Desaster rauskommt und sich dann noch retten kann. Und auch mit Bad Bank und First Boston, die es wieder reaktiviert haben, auf einen anderen Zweig kommen. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie Risikodaten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Reden wir über etwas anderes. Rechte Medien und rechte Gruppierungen reden seit Jahren von den sogenannten Lügenmedien. Und jetzt haben sie dazu eine neue Kampagne lanciert. Der Corona-Impfstoff sei bei der Zulassung nicht darauf getestet worden, ob Geimpfte nicht mehr ansteckend sagen. Darum sei alles im Zusammenhang mit den Impfungen klare Lüge. Lügenkampagnen, Lügenmedien etc. Die grosse Lüge etc. Wie siehst du das? Wie immer sehr differenziert. Nein, grundsätzlich Wort Lüge ist bei mir beim Nebelspalter auf dem Index. Ich habe es nicht gern, das Wort, weil erstens wirkt es immer sofort hysterisch. Du wirst auch nicht ernst genommen, wie immer allen das heisst, sie sind Lügner. Zweitens ist es wahnsinnig schwer nachzuweisen, ob jemand lügt. Es ist immer, es muss ja nicht nur sie unwahrheit, sondern es muss auch das Motiv zur Täuschung musst du können nachweisen. Und das ist auch selbst vor Gericht gar nicht so einfach zum Nachweisen. Deshalb würde ich nicht von Lügen reden. Aber es ist natürlich ein absoluter Skandal, der sich da mehr oder weniger doch deutlich wieder zeigt. Was ist der Skandal? Der Skandal ist erstens, dass Pfizer nicht, und das haben sie gar nicht können, sie haben es nicht können testen, ob jetzt da die Übertragung und so weiter kann gestoppt werden. Ich habe alles nachgelesen, bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob sie geprüft haben, wenigstens, ob es überhaupt die Infektion können blockieren oder nicht. Auf jeden Fall haben sie das nicht untersucht. Jetzt ist das okay, weil ihr Zulassungsstellen und so weiter... Aber sie haben es ja gar nicht gesagt. Sie haben das nicht gesagt. Aber, und sie ist auch bei der Zulassung aber nicht... Aber nachher haben sie halt gleich auch aus Marketinggründen, zum Beispiel im Dezember 2020, oder 21, ich weiß gar nicht, wenn die Zulassung ist in Amerika, haben sie gleich gesagt, sie zeigen, ja, wir haben eine Effizienz von 90 oder so, oder 92%. Moderna hat eine ähnliche Zahl genannt. Und das hat natürlich in der Öffentlichkeit auf jeden Fall den Eindruck hinterlassen, mit dem Medikament, das ist eine Impfung, du wirst nicht infiziert. Und jetzt hat sich, das wissen wir ja mittlerweile, ja herausgestellt, dass zwar immer noch klar ist, meiner Meinung nach, aber vielleicht ist ja das nicht richtig, aber das glaube ich nach wie vor. Wenn du die Impfung überkommst, dann hast du einen milderen Verlauf, du stirbst sicher nicht, vor allem wenn man in einem höheren Alter ist oder irgendwelche Krankheiten hat. Das ist alles, meiner Meinung nach, bis jetzt unbestritten. Aber was offensichtlich völlig übertrieben dargestellt worden ist, ist der Schutz vor Infektion und vor allem auch, dass die Übertragung nachher unterbrochen wird. Also Markus, um es einfach nochmal zu sagen. Man hat sich bezogen auf eine Aussage von einer Mitarbeiterin von Pfizer, die gesagt hat, wir haben das nicht können überprüfen, ob das ansteckend ist oder eben nicht, dass die Ansteckung gebremst wird. Und das ist jetzt als die grosse Impflüge bezeichnet worden. Also, da muss man festhalten, dass das wirkt, dass der Impfstoff wirkt und Millionen von Menschenleben gerettet hat, das ist unbestritten. Das Zweite ist dann, und da haben sich auch Pfizer-Leute haben sich auf das bezogen, auf eine Studie in Israel, wo man dann am Anfang herausgefunden hat, dass tatsächlich die Ansteckungswirkung massiv runtergeht. Ja. Kein Impfstoff geht so weit, dass man 100%... Moment. Sie hätten nur 7 Tage können. Ja, die Israel-Studie ist eben total problematisch. Gut, okay. Gut, also. Und dann ist der Herr Berset gekommen, der dann natürlich ein bisschen da der Posterboy war von dieser ganzen Kampagne und hat Sachen gesagt, wie mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht mehr ansteckend ist. Und das ist natürlich falsch gewesen. Aber ob das die grosse Impflüge ist, dass jetzt die Impfgegner können verwenden gegen die ganze Impfkampagne, die Corona-Lügner, die jetzt auftreten und sagen, das sei alles ganz falsch gewesen und wir sind angelogen worden, ist völlig falsch, weil es ist richtig gewesen, dass man sich geimpft hat. Und es war richtig, dass die Ungeimpften stärker und mehr krank geworden sind und gestorben sind etc. Und es war richtig, dass möglichst viele Leute sich haben schützen lassen. Und aus dem jetzt einen grossen Skandal machen, das finde ich ein Skandal. Es bleibt ein Skandal. Und zwar, du hast jetzt eigentlich gerade bewiesen,
Lüge ist eben ein blödes Wort, weil man kann dann auch immer sagen, das ist völlig übertrieben und so weiter. Aber die Tatsache ist doch, Roger, Sie haben etwas anderes gesagt, wer, als Sie gewusst haben. Politiker, der Joe Biden hat so gesagt, der Fauci hat so geredet, auch der Bärse hat so gesagt. Es hat nicht gestimmt. Mal, der Joe Biden kannst du auch nachschauen. Es ist immer wieder von Politikern gesagt worden, wenn ihr euch impfen lasst, dann könnt ihr auch euch anderen Menschen schützen. Und das stimmt nicht, weil man es gar nicht können wissen. Es gibt keine Science für das. Bis zu einem gewissen Grad. Nein, eben auch nicht, weil man es ja nicht untersucht. Der Punkt ist, es kann sein, aber es ist nie untersucht. Es könnte plausibel sein, aber es ist nicht untersucht. Doch, es ist später untersucht worden. Die Studie, kannst du heute in der Zürich-Zeitung steht genau, das ist bis jetzt nicht untersucht worden. Man hätte es auch nicht können untersuchen. Aber in der Öffentlichkeit haben Politiker so da, als wenn du dich willst impfen, tust du nicht nur dir selber ins Gute, weil du nachher weniger krank wirst oder nicht sterben musst und so weiter. Das stimmt, das ist unbestritten aus meiner Sicht, heute auch noch. Aber vielleicht ist es auch nicht richtig, aber ist ja gleich. Aber das andere ist nicht bewiesen. Und sie haben es so dargestellt, als wäre das wichtig. Und dann kommen die Aufrufe zur Solidarität. Und so weiter sind eben hohl gewesen, haben nicht gestimmt. Doch, aber Solidarität hat man in dem Sinn bewiesen, dass wenn man sich geimpft hat, ist man natürlich weniger oft schwer krank geworden, hat alle diese Belegungen gemacht im Gesundheitssystem und ist damit solidarisch gewesen. Ja, aber das haben die Leute nicht gesagt, sondern sie haben es anders gesagt. Politiker haben gesagt, wir sprechen so die Infektion. Das ist der Punkt. Wir können so die Epidemie können wir besiegen. Das ist doch das. Das ist ja der Witz von einer Impfung. Heute hat man langsam den Eindruck, vielleicht ist es eben gar nicht eine Impfung, sondern eher eine Therapie. Es ist ein Medikament, wo der Verlauf nachher milder ist. Und das ist ja gut. Ich habe nichts dagegen. Aber der Punkt ist, man hat wirklich, und also der Bärse, du hast ihn schön zitiert. Ich meine, das ist einfach schlicht falsch gewesen. Absolut. Und er ist der gewesen, der gesagt hat, wir stützen uns auf die Wissenschaft stützen und das hat so nicht gestimmt. Und deshalb finde ich, es ist eindeutig ein Skandal, wie sie haben auch übertrieben und sie haben vor allem, das muss ich wirklich sagen, jeder, der das kritisiert hat, damals haben sie so hinter eingestellt, du mich ja mal auch, oder? Ja, ja. Wissenschaftslügner, keine Ahnung und so weiter. Dabei haben die gar keine wissenschaftlichen Daten gehabt. Gut, also die Studie, die hat es gegeben und in der Zwischenzeit hat man die herausgefunden und bei Omikron weiss man beispielsweise, dass der Verlauf eben milder ist, aber die Ansteckungsrate ist grösser, es geht immer weiter, es ist noch nicht zu Ende, es kommt jetzt noch, aber hinter dem stehen ja die Impfgegner und auch die Corona-Lügner, wo du sich nicht dazu zählst, aber Corona-Kritiker etc. Und das als die grosse Impflüge bezeichnen, ist ein Unsinn. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und das die Sonntagszeitung, wo du ja schreibst, gestern der Roger Köppel mit dem Aluhut zeigen hat, mit dem Verschwörungs-Aluhut, absolut richtig, meiner Meinung nach. Nein, das finde ich völlig falsch. Und noch einmal, es geht nicht darum, ob jetzt das die grosse Lüge ist oder nicht. Es ist ein Skandal, wenn führende Politiker im Westen behaupten etwas, das nicht stimmt. Und es ist dort wichtig gewesen, weil man hat das Impfzertifikat so begründet, man hat in Amerika begründet, warum dass die Ungeimpften schlechter behandelt werden und so weiter. Man hat sogar am Arbeitsplatz wollen, den beiden auch, durchsetzen, dass alle müssen geimpft sein. Und das kannst du nur durchsetzen, wenn du sagst, es geht wirklich darum, eben, wir können mit der Impfung die Epidemie zurückdrehen. Und das hat nicht gestimmt. Doch, also es hat zum Teil gestimmt. Je mehr Leute geimpft waren, desto mehr sind geschützt gewesen, oder? Das ist doch klar. Nein, das ist ja genau das, was man nicht wissen. Ja, nur sie selber eben vor einem schlechten Krankheitsverlauf. Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Nein, dann kommt das wieder mit der Spitalbelegung. Aber das haben sie nicht gesagt, das Argument. Das Argument war, die Übertragung wird blockiert, gestoppt oder wenigstens erschwert. Und das haben wir bis heute nicht können beweisen. Erschwert ist es, aber dass nein, der Bär, nicht können beweisen. Mal, aber dass der Bärse natürlich in seinem Überschwang und so, wie er sich da gefühlt hat, in gewissen Pressekonferenzen Sachen erzählt hat, die nicht haltbar gewesen sind, das ist klar. Aber die grossen Impflüge ist es ganz sicher nicht. Also, noch einmal, ich möchte es noch betonen. Ja. Ich nenne das Wort Lüge, aber es ist ein Skandal. Weil Skandal. Der Herr Bärse hat ja nicht einfach im Überschwang etwas behauptet, sondern es hat ja nachher Konsequenzen gehabt, politisch. Man hat das Impfzertifikat abgestützt auf die Behauptung. Aber es ist richtig, dass man das Impfzertifikat hat. Das ist ganz klar, dass wenn ich in einem Raum bin, wo alle geimpft sind, habe ich mich anders gefühlt, als wenn die Hälfte nicht geimpft sind. Ja, du fühlst dich anders, aber es hat keine Wirkung gehabt. Nein, das haben wir ja eben bis jetzt nicht herausgefunden, ob es eine Wirkung gehabt hat. Also, Markus ist immer noch ein bisschen in seinem alten Diskurs, wo er da die ganze Geschichte immer wieder erzählt hat. Ist immer noch der gleiche neue Diskurs. Nein. Also reden wir über Brasilien. Der Lula gönnt knapp.
Der Rechtspopulist Bolsonaro verliert, ist der erste Präsident in Brasilien, der die Wiederwahl verpasst. Mich freut das natürlich. Bolsonaro hat ja versagt bei Corona. Hunderttausende Brasilianer sind unnötigerweise gestorben. Er hat das gesagt, das ist nur ein Grippchen und man muss auch keinen Impfstoff haben. Er ist auch Abhalter vom Amazonas-Regenwald, hat Demokratie in Frage gestellt, das Wahlresultat vor bei Trump, der gesagt hat, wenn wir verlieren, dann ist gefaked worden. Mich freut das natürlich, Markus. Und dich? Ich habe gar keine Emotionen, weil ich es nicht beurteilen. Ich kenne jetzt Brasilien. Im Gegensatz zu dir kenne ich Brasilien viel zu wenig gut, um das wirklich beurteilen. Lula scheint für mich jetzt auch nicht gerade unbedingt der fähigste Politiker von der Weltgeschichte zu sein. Korrupt ist er offensichtlich, ist im Gefängnis gewesen, ist ein unglaublich linker Politiker gewesen, ist jetzt ein bisschen sozialdemokratisch geworden. Aber sein Erfolg ist auch in Spurenelementen zu sehen. Brasilien ist auch eine Tragödie, dass das ein unglaublich reiches Land und sehr interessantes Land mit ganz guten Leuten, also ich war schon mal zu Brasilien, so eine katastrophale Politik die ganze Zeit macht, ob jetzt Lula oder Bolsonaro. Ja, also ich glaube nicht, dass man sich da muss groß freuen. Unter Lula ist es den Brasilianern besser gegangen, ist auch eine bessere Zeit gewesen, muss man sagen. Und die Korruptionsfälle, die es da gegeben hat, da von der Autowaschanlage, ich habe das im Detail studiert, die sind grusig gewesen, aber dass er sich soll bereichert haben, das ist nicht festgestellt worden, ist auch vom obersten Gerichtshof dann aus dem Gefängnis rausgebracht worden. Übrigens, Lateinamerika hat wieder eine Links wählen, nicht nur Brasilien, auch Peru, Chile und andere, kann dann wieder mal kehren. Und morgen in Israel gibt es Wahlen. Du bist jetzt gerade eine Woche in Israel gewesen, und du hast, glaube ich, dort nette Leute getroffen, die eben den Netanyahu nicht gut finden, oder? Meine besten Freunde in Israel sind nicht so pleased. Nein, die sind entsetzt. Die haben das Gefühl, es ist sehr wichtig. Ich habe aber auch konservative Stimmen gelesen, die sehr skeptisch sind. Beim Netanyahu ist ja genau ein bisschen ähnliches Problem wie der Lula. Man weiss nie, wie korrupt er ist. Bis jetzt sind alle die Prozesse noch nicht fertig geführt worden. Wir wissen es immer noch nicht. Er ist nicht verurteilt. Es gibt starke... Er ist ja gleich, aber er ist noch nicht verurteilt. Ja. Fertig. Und wir wissen es einfach nicht. Und er weiss, entweder Ministerpräsident oder geht in die Kiste. Und wahrscheinlich gewinnt er eben mal. Leider gewinnt er mal. Und das ist viel, viel schlimmer, weil der Netanyahu hat durchaus grosse Verdienste um Israel. Da würde ich also wirklich betonen. Ich habe also gestern auch noch geschrieben. Ich meine, hast du wahrscheinlich auch nicht gewusst, die Zahlen, dass heute das BIP pro Kopf von Israel ist höher als Deutschland, als Frankreich, als England, als Japan. Musst du dir mal vorstellen, was für eine unglaubliche Leistung, dass du aus diesem Wüstenland so ein reiches, unglaublich reiches Land gemacht hast. Also meine, wirtschaftlich ist das so eine Freude, dass Israel, und das hat durchaus nicht nur, aber hat auch mit dem Netanyahu zu tun gehabt. Aber das Schlimmste ist, dass er jetzt so ums Verrecken wieder an die Macht will, dass er den Religiösen gegenüber und auch durchaus absoluten Rassisten gegenüber enorme Konzessionen würde machen, damit er die neue Mehrheit hat. Und aus dem Grund muss ich dir sagen, ich hoffe, dass er nicht gewinnt, Mann. Also, ganz erstaunlich, wären wir sogar gleicher Meinung. Er hat den Ben Gvir auf seiner Seite, der ein echter Faschist ist. Und man muss auch sagen, natürlich, Silicon Valley, die ganze Technologie und Internetindustrie ist dort grossartig. Nicht wegen Netanyahu. Er hat das natürlich auf eine Art und Weise zugelassen. Aber die sozialen Unterschiede in Israel zwischen Arm und Reich sind so enorm gross geworden, weil er sich eben nicht um die Armen gekümmert hat, dass das Land wirklich nicht so gut dasteht, wie wenn man ein Durchschnittseinkommen anschaue. Ich bin einfach kurz im Tag und habe gesehen, was dort passiert ist. Und das Land, das während Jahrzehnten von sozialdemokratischen Regierungen geführt worden ist, hat dort ein soziales System aufgebaut von Krankenkassen über Gewerkschaften etc., wo immer noch heben. Ja, wenn das nicht wäre, dann wäre das Land wirklich nicht zu ertragen. Ja, nein, also das finde ich alles falsch. Weil erstens, die Sozialdemokraten haben eben nie das Wirtschaftswachstum angebracht, das nachher explodiert ist in den 90er Jahren. Ja, und in den Nullerjahren, dort war der Finanzminister Netanyahu, der hat dort sehr viel dereguliert. Israel war ein bisschen ähnlich wie Indien, sehr sozialistisch eigentlich, auch in der Wirtschaftspolitik. Sie sind nicht richtig vom Fleck gekommen, obwohl die Labour Party grosse Verdienste hat, das finde ich auch. Nicht unbedingt der Sozialstaat, das hat nicht so wahnsinnig viel gebracht. Und ich meine, wenn du sagst, Ungleichheit hat wahnsinnig zugenommen. Das grösste Problem in Israel sind zwei Sachen, wenn es um Ungleichheit geht. Das eine ist, dass du einfach 20% arabische Bevölkerung hast und die Araber kommen nicht auf einen grünen Zweig, aus verschiedenen Gründen, müssen wir nicht vertiefen. Und das zweite sind die Ultraorthodoxen, die
einfach schlicht nicht arbeiten und die ganze Zeit sich finanzieren vom Rest. Die Zahl, das BIP pro Kopf von den Israelis, wäre noch viel höher, wenn sie die Ultraorthodoxen nicht müssen durchfüttern und so einen grossen Teil eben an den Araber. Also von dem her, es ist eben noch, eigentlich noch viel ein reiches Land. Also wollte ich alles nicht kommentieren im Detail. Es ist viel, viel komplexer, als wie er das jetzt sagt. Reden wir nicht. Du hast kein Argument. Das ist der Punkt. Nein, ist einfach kein Argument. Das heißt, du bist am Ende von deinem Latin. Durchfüttern. Das willst du sie aus Ultraorthodox, was nicht, die sollen doch arbeiten. Kann doch nicht sein, dass die einfach praktisch nur Sozialhilfe beziehen und einfach den ganzen Tag warum beten. Beziehen sie Sozialhilfe? Weil sie mit der Regierung von Netanyahu waren und er ihnen das verschafft hat, genau. Um so die Stimmen zu holen. Der Netanyahu ist ja dem schuld. Nein, der Ben-Gurion hat schon angefangen, aber damals waren die Ultraorthodoxen noch viel, viel kleiner gewesen und hat sie auch schon angefangen durchfüttern. Und auch, dass man zugelassen hat, dass sie nicht ins Militär müssen, das ist in den 50er Jahren beschlossen worden. Es haben alle den Fehler gemacht, weil auch die Labour Party hat nicht eine Mehrheit immer gehabt in der Knesset und da müssen die Religiösen immer wieder ein bisschen füttern. Netanyahu hat also einfach die Schamgrenze total weit raus, da mit welchen Leuten er sich zusammentut, damit er machen. Reden wir über die Ukraine. Der Putin will das Getreideabkommen nicht mehr einhalten, weil ein Schiff von ihm verbombt wurde, ist im Hafen von Sevastopol in der Krim. Will sich die Ukrainer einfach wehren gegen die Schiffe? Ist ja ganz klar, von dort aus werden sie ja beschossen mit diesen Marschflugkörpern, mit diesen Cruise Missiles etc. Und er hat das Gefühl, er könnte die ukrainische Infrastruktur völlig zerstören. Wenn die Ukraine sich wehren, sagt er, die haben das Abkommen nicht eingehalten, es gibt kein Weizen mehr für Entwicklungsländer. Ich finde das grotesk. Ja, ich muss wirklich sagen, Putin ist langsam, du findest das zwar nicht gut, aber ich finde den wirklich einen zynischen Klon. Weil ich meine, jetzt, er redet immer von Terrorakten, die die Ukraine verüben dürfen und er macht die ganze Zeit einen Terrorakt nach dem und anderen. Und zwar gegen Zivilbevölkerung. Das ist unglaublich. Sie gehen gegen Kriegsschiff. Aber es ist natürlich so, immer im Propagandakrieg, immer der frechste Sieg ist, der kommt am Schluss noch recht. Du musst einfach wirklich so viel mal lügen, dass die Leute das Gefühl haben, ja, das ist wahrscheinlich gleich richtig. Aber auch da ein bisschen ähnlich wie was wir vorher besprochen haben, es ist eigentlich eher ein Zeichen von der Schwäche. Also die Russen sind schon unglaublich in einer schlechten Position, dass sie jetzt auch das Abkommen noch aufkünden müssen, wo ja die Türken eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, um das zu vermitteln. Ja, die UNO ist nicht so wichtig für die Russen, aber die Türken sind wirklich wichtig. Und von dem her zeigt es auch wieder, Putin ist immer noch im letzten Gefecht. Gut, aber auch dein guter Herr Bloch hat gesagt, die Hungerwaffe sind die schlimmste Waffe. Die wenden jetzt den Putin an. Und im Gegensatz zum Putin, der Westen liefert Nahrungsmittel nach Russland. Also Nestlé liefert Kindernahrung und Milch und so weiter etc. Also es ist völlig falsch, was da die Putin-Versteher sagen, dass man da die Russen will aushungern. Das Gegenteil ist der Fall. Absolut grotesk. Genau richtig. Also völlig. Aber da müssen wir gar nicht reden. Ich finde schon immer, jeder Vergleich zwischen dem Putin und dem Westen und den Amerikanern ist einfach ein Jenseits von Gut und Böse. Putin ist eine ganz andere Kategorie. Und von dem her müssen wir uns auch nicht gross rechtfertigen. Natürlich tun wir Nahrungsmittel noch schicken auf Russland. Wir finden ja auch nicht, dass alle Russen Nazis sind. Im Gegensatz zum Putin, der findet, alle Ukrainer seien ja Nazis. Nein, also, da muss man gar nicht anfangen. Also zu dem Thema kann ich zwei Sendungen anbieten. Und zwar auf Blue, Zoom und bei YouTube kann man sehen, Schawinski, ein Interview mit dem Kurt Pelda, der wochenlang in der Ukraine war, hat eindrückliche Bilder von der Front mitgebracht und gestern im Doppelpunkt Alice Schwarzer, bekannteste deutsche Feministin, die sich gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine mit einem Brief an Kanzler Olaf Scholz gerichtet hat, wo bereits schon von 500'000 Leuten unterschrieben worden ist, bei Radio 1 als Podcast abrufbar. Also in dem Sinne kann ich nur noch sagen, nächste Woche on Tour sind wir, live am Montag um 6 Uhr aus den Räumlichkeiten von Schubigen in Schwammendingen. Bis dann, schönen Abend und ganz eine gute Woche. Es wird 6:30 mit Subaru, der 4x4. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.